mal kurz oben. Da steht ja gar nichts dran. Ja gut, dann mach einfach nur unten. Was ist das denn, ne? Schmeckt's? Ja. Ja. Sag mal probieren. Und was schmeckst du jetzt? Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir sind hier in Hildburghausen beim Theresienfest. Und jetzt muss ich euch erstmal was zeigen. Freddy Outback hier. Wenn ihr da was haben wollt, da könnt ihr nämlich so Plüschtiere mit dem Greifarm erwerben. Ihr wisst ja, wie das aussieht. Hier Plüschtiere. Wer kennt das nicht? Und das Besondere ist, der Verkäufer, den kennt vielleicht jemand. Schaut euch den mal an. Seht ihr den Verkäufer? Das ist ein Hund, ne? Der Hund verkauft euch hier die Karten. Das ist interessant. Juhu! Fix! Da, wollt ihr auch eine Karte? Gebt mal mit hier. Kommt hierher, der Freddy, der ist richtig genial, der verkauft euch die Sachen. Ja, es ist ja auch Spaß drin, ne? Ihr müsst hier Geld einwerfen. Wir gehen aber jetzt mal hier rüber gleich zum Barbecue, Burger, Fleisch, Stand, irgendwas und gucken mal, was es da für Burger gibt. Und werden uns natürlich wieder den größten, saftigsten raussuchen und testen, wie der schmeckt, wie der aussieht. Ansonsten, wir sind gerade schon Autoscooter gefahren und waren. Karussell gab es da vorne. Wie auch immer, wir sehen unseren Burgerstand wieder. Wir gucken jetzt erstmal hier, ob der Greifarm was rausholt und dann geht es natürlich weiter. So, wir sind jetzt hier am Burgerstand angekommen. Smoking Bulls Barbecue steht auch hier mit Internetadresse alles. Könnt ihr mal abchecken. Smoking Bulls Barbecue. Da auch noch ein schönes Logo dazu. Hier habt ihr die Handynummer plus die Internetadresse. Den Wagen haben wir schon mal gesehen beim Kaufland, dann war er nicht mehr da. Und jetzt habe ich gerade erfahren, die fahren eigentlich nur noch zu Veranstaltungen, so wenn irgendwelche Festivals sind, irgendwas, wie eben jetzt hier Theresienfest. Kann man das antreffen? Wir gucken noch mal kurz auf die Speisekarte, welche Burger es gibt. Und dann sage ich euch natürlich, welchen Burger ich genommen habe. So, alle Burger mit 100% Rind, haben wir Hamburger, Cheeseburger, Chili Cheeseburger, was mich natürlich immer besonders reizt, vor allem auch der Big Chili Cheeseburger, 10 Euro, Dolma haben wir hier, doppelt Beef, doppelt Käse, Salat, Tomaten, Gewürzgurken, Ketchup und Burgersoße, aber nur für 9 Euro, wir wollen ja immer das größte und heftigste, Smoking Bulls Barbecue Burger, also so wie der Wagen heißt, Landsberg, 15 Euro. Ach nee, der ist ja unten drunter. 12 Euro. Genau, da wird es schon größer, aber hier seht ihr Drachenberg. 15 Euro, der sieht nämlich interessant aus. Dreimal Beef, dreimal Käse, verschiedene Sorten. Bacon, Rucola, Soße nach Wahl. Wir haben natürlich den Drachenberg genommen. Mit Chili-Barbecue-Soße kombiniert. Soll am besten schmecken, soll ganz gut sein. Den haben wir jetzt bestellt, guck mal, wie sieht der aus, wie schmeckt der natürlich. Und freuen uns dann schon, dass der Dicke endlich was zu essen kriegt. Die anderen haben auch was bestellt, da muss ich gleich noch mal drüber gucken. Was hattest du, Sandra? Pupsi hat nämlich einen Cheeseburger gehabt. Zeig mal kurz. So sieht der Cheeseburger auf jeden Fall aus. Richtig gut. Und jetzt holen wir den. So. Viel Spaß beim Essen. Dankeschön. Und da ist er schon. Der Drachenberg. So sieht er aus. Also dreimal Beef, alles Mögliche drauf. Richtig fett mit Chili-Soße, aber auch Barbecue-Soße. Jetzt suchen wir uns einen Platz irgendwo da hinten und essen den erstmal. So, wir haben uns jetzt einen Platz gesucht, natürlich direkt neben dem Festzelt, was man hier hinter mir sieht. Die anderen sind reingegangen, haben wir verloren. Richtig brutale Musik, wie ihr hört. Und wir gucken uns noch mal den Drachenberg an, wie der ausschaut. Ihr seht nämlich da auch wirklich drei verschiedene
Sorten Käse auch. Hier also einer, der sieht sehr dunkelgelb aus. Einer, der ist richtig zerlaufen. Noch eine helle Scheibe von dem anderen hier unten drunter. Da ist Salat schön mit drauf. Hier oben natürlich der Bacon. Bacon darf nicht fehlen. Und Zwiebeln haben wir hier auch. Alles wunderbar in einem schönen Papier angerichtet. Den wollen wir jetzt essen und probieren. Sieht aus wie ein Döner, ne? Döner macht schöner, wissen wir ja. Und jetzt gucken, jetzt habe ich bestimmt eh gleich nur Brötchen im Gesicht und den Rest nicht. Schieben das mal alles so ein Stück nach vorne und beißen jetzt mal schön hier rein. Ihr merkt den Käse richtig auf der Zunge und der Bacon, das Würzige vom Bacon, auch die Zwiebeln, alles ist sehr köstlich, alles ist sehr lecker. Ist auf jeden Fall nicht trocken. Das Fleisch hat auch so eine typische Beefnote natürlich, ist auch nicht trocken. Seht, wenn ihr das euch anschaut, ist auch ein bisschen noch blutig. Wie sagt man das so? Nein, aber auf jeden Fall. Medium. Medium. Hä, Medium? Gut. Das ist Medium. Kenne ich mich mit Fleisch aus? Nee. Dafür haben wir den Dr. Bob. Der weiß nämlich Bescheid. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch einen zweiten Biss so wagen kann durch das ganze Prozedere mit den drei Käsesorten. Auf jeden Fall auch sehr interessant, weil Käse ist nicht Käse. Käse kann auch unterschiedlich schmecken, wie der Burger hier beweist. Richtig genial. Wenn ihr mal den saftigen Burger probieren wollt, essen wollt, jetzt würde mich natürlich auch der Big Chili Cheeseburger noch interessieren, weil der natürlich sehr fleischig schmeckt, aber nicht zu trocken. Vielleicht gönne ich mir nachher noch einen Chili Burger einfach mal so zum Nachspülen, sagen wir mal. Das hängen wir vielleicht noch hinten dran. Wenn nicht, war es das von meiner Seite aus. Checkt das mal ab, vielleicht seht ihr das ja trotzdem irgendwo mal bei einer Veranstaltung bei euch in der Nähe. Smoking Bulls Barbecue, auch auf Facebook natürlich. Das war's von meiner Seite aus oder auch nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Romsus. Mit Schwung und dann. Oh! 108 kann man doch lassen. Sei es vorhin wenigstens. Ich habe ja heute.